Seid gegrüßt. Heute wird wieder auf Schattenmacher und Schlomo reagiert. Doch ich bin nicht alleine. Heute habe ich unsoziale Marktwirtschaft dabei. Hallo. Ja, schönen guten Abend an alle Zuschauer und Zuhörer und so weiter. Und natürlich auch Heute an dich. ja, heute wird es um unser Sozialsystem gehen und um Eugenik. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das miteinander zu tun hat, das werden uns unsere zwei Protagonisten gleich erzählen. Im Hintergrund läuft so ein Video von TJ, das ist relativ egal. Also das war, was die wirtschaftlichen Punkte betrifft, ganz in Ordnung. Was den Rest betrifft, ziemlich absurde Panikmache. Da gehen wir gar nicht drauf ein, was TJ da sagt, ist relativ egal. Wir gehen auf das ein, was Schattenmacher und Schlomo hier erzählen. Ja. Steuerlich entlastet werden oder so weiter, dass die alle in Brot und Arbeit kommen, das ist jetzt nicht so das Problem. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man also da, gerade in diesen Schichten das Kinderkriegen jetzt besonders anregen muss. Schön, auch die sollen Kinder bekommen, aber Kinder, die sie selber finanzieren können im Wesentlichen, ne? Also genau. Also das Problem ist, die AfD ist da ja auch noch in Teilen zu sehr vom Boomer-Mindset durchdrungen. Ja, langfristig müssen wir einen Weg finden. Egal. Ich habe mir herausgesucht, wie viel Geld, also es gibt beispielsweise vom Deutschen Institut für, nee, vom IW Köln, gibt es Daten, ab wann eine Familie Nettotransferempfänger ist oder Nettotransferzahler. Das heißt, ab wann eine Familie vom Staat noch Leistungen erhält und ab welchem Einkommen eine Familie vom Staat keine Leistung mehr enthält. Und bei einer Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder, liegt diese Grenze bei 66.000 Euro Jahresbrutto, Haushaltsbrutto, das man haben muss. Wenn man weniger als dieses Einkommen hat, bekommst du vom Staat effektiv Geld. Wenn du mehr hast, zahlst du ein. Und um das Ganze mal einzuordnen, wenn jeder nur noch Kinder kriegen soll, die er selbst bezahlt, müsste eine Familie mit zwei Kindern halt mindestens dieses Einkommen haben. Und das sind 54% aller Familien im Land. Alle anderen, 46% aller Familien, haben ein geringeres Haushaltseinkommen aktuell. Darum geht es hier. Also, dass etwa die Hälfte aller Menschen in Deutschland weniger als zwei Kinder dann noch haben dürfen, nach dieser Ideologie. Und dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwer mit dem Bevölkerungserhalt. Ja, also wir haben ja jetzt schon eine Geburtenrate in Deutschland, die liegt neuerdings, glaube ich, 1,3. Ich kann ja nochmal nachgucken, wo sie gerade genau liegt, aber die ist schon sehr niedrig und durch Schlomos Vorschlag würde die nochmal deutlich gesenkt werden. Also zumindest, wenn man nicht vorher an das Thema Einkommen rangeht. Oder wenn ich das Ganze mal in einen Stundenlohn umrechne. Also es heißt ja auch, und da stimme ich sogar zu, dass sich um die Kinder primär die eigenen Eltern kümmern sollten. Wozu setze ich sie denn sonst in die Welt? Und es ist auch nachweislich für Kinder gut, wenn Eltern investiert sind in ihre Kinder, sich drum kümmern. Wenn ich 66.000 Euro Haushaltsbrutto umrechne in einen Stundenlohn, bei einer Einzelperson, die 40 Stunden pro Woche arbeitet, entspricht das einem Stundenlohn von ungefähr 31,61 Euro. Na, so mal zu. Und das setzen wir jetzt mal ins Verhältnis zum aktuellen Mindestlohn. Davon sind wir meilenweit entfernt. Ja, definitiv. Und damit sind wir auch schon gleich beim ersten Thema. Das, was die beiden hier vorschlagen, ist sanfte Eugenik. So würde es zumindest der Schattenmacher nennen. Nämlich, dass man bestimmte Bevölkerungsschichten quasi züchten will, dass sie sich mehr fortpflanzen. Und andere Bevölkerungsschichten sollen das nicht tun. Und unser kleines Rechenbeispiel zeigt ja schon, wie absurd so etwas in der aktuellen Situation grundsätzlich wäre. Wir haben jetzt schon eine zu geringe Geburtenrate und die jetzt noch mal deutlich zu senken, ist keine sinnvolle politische Maßnahme. Nein. Irgendwie muss es einen Weg geben, in dem die unteren Schichten zumindest nicht dauerhaft mehr Kinder bekommen als die oberen. Sonst geht es mit der Gesellschaft einfach bergab. Oder zumindest nicht mehr, als sie auch selber in der Lage sind zu finanzieren. Ne? Das ist der Punkt. Wenn du über dem Niveau bist, dann wird das System irgendwann zwangsläufig kollabieren, weil dann erschaffst du einfach eine Gruppe, die immer größer wird, die nicht für sich selber aufkommen kann. Ne? Und irgendwann wird die zu groß und dann kollabiert alles. Es ist in Staaten mit progressivem Steuersystem völlig normal, dass Leute nicht für sich selber aufkommen können, sondern dass der Staat erstmal einen Großteil der öffentlichen Güter stellt und dann durch Steuersystem das vor allem von den Reichen finanziert wird. Und beim deutschen Steuersystem, da kann man mittlerweile sagen, dass das gar nicht mehr progressiv ist. Also das Transfersystem, was wir in Deutschland haben, das ist noch größtenteils progressiv, aber das daraus ergibt sich auch die Rechnung, die du gerade vorgestellt hast. Aber das Steuersystem, das sorgt dafür, dass der Millionär mittlerweile eine geringere Steuerlast hat als der einfache Arbeitnehmer. Das ist was man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen sollte.
Ja, und dazu habe ich auch tatsächlich Zahlen gesehen. Der Milliardär hat effektiv eine Steuerlast von ungefähr noch 10% bei seinem Einkommen. Der Millionär liegt bei knapp über 20%. Und bei Arbeitnehmern muss man schauen, also die durchschnittliche Belastung von Single-Arbeitnehmern liegt bei ungefähr 50% Steuern und Abgaben. Die Steuerlast ist halt ganz stark davon abhängig, in welcher Einkommensklasse du bist. Aber sobald du leicht überdurchschnittliches Einkommen hast, kommst du in Steuerbelastungen rein, die oberhalb dessen liegen, was Milliardäre und Millionäre zahlen, prozentual. Das ist das, was wir in Deutschland als effektives Steuersystem haben. Selbst wenn du Mindestlohn beziehst, bist du oberhalb dessen, was ein Millionär zahlt. Also selbst dann bist du immer noch bei einer Steuer- und Abgabenbelastung, also Steuer und Abgaben, das muss man ja mal dazu sagen, sonst gibt's wieder die schlauen Leute in den Kommentaren, die darauf hinweisen, dass die Hälfte davon Sozialabgaben sind. Ja, das ist der Fall. Selbst dann bist du bei einer Belastung von 30%, also immer noch höher als das, was ein Millionär zahlt. Die habe ich ja, die Abgaben, Sozialabgaben habe ich jetzt mal rausgelassen. Klar, wenn die drin sind, ab dem ersten Euro zahlst du mehr als ein Millionär und ein Milliardär, prozentual. Und das sorgt auch dafür, dass die, also unter anderem dafür, dass hier immer mehr Menschen auf Transferleistungen vom Staat angewiesen sind. Und wenn du das nicht haben möchtest, ist die wesentlich effektivere Politik nicht diejenigen, dass du immer größere Einkommensungleichheit erzeugst durch neoliberale Politik und dann versuchst, die oberen Einkommensschichten irgendwie zu mehr Kindern zu überreden, sondern indem du das machst, was wir hier in den 60ern, 70ern und bis in die 80er, Anfang der 80er hatten. Eine Politik, die dafür sorgt, dass die Produktivitätszuwächse auch beim Arbeitnehmer ankommen und nicht nur bei den Unternehmern bleibt. Ja, bevor ich weitermache, erstmal Dankeschön an 420 Konserve und an SeppiTV, dass ihr ein Abonnement verschenkt habt. Alles, was du aufgebaut hast. Und dazu auch noch natürlich das Problem in Zeiten vom großen Austausch. Du musst darauf achten, du musst irgendeinen Mechanismus einbauen, dass diese freundliche, familienfreundliche Politik eben nicht am Ende bei den ganzen türkischen und arabischen Familien landet, dass die halt noch ein neuntes Kind machen, weil sie ja noch besser finanziell dastehen. Ne? Auf Kosten der doofen Kartoffeln, die arbeiten gehen. Warum geht es eigentlich innerhalb kürzester Zeit immer wieder um Araber, um Austausch? Entschuldigung, was soll das? Ja, also reden wir jetzt hier darüber, dass wir den Menschen helfen wollen mit Einkommen und so weiter? Sind es wirtschaftliche Verwerfungen oder geht es jetzt hier um andere Sachen? Ja, und selbst wenn, also ich habe da Schlomo auch in unserem Gespräch versucht zu erklären, die Geburtenrate, wenn die Integration der Bevölkerung klappt, die gleicht sich über einige Generationen der einheimischen Bevölkerung an. Wir können das ja im westlichen Land sehen, was schon seit Staatsgründung einen großen arabischen Bevölkerungsanteil hat, nämlich Israel. Die Geburtsrate der arabischen Bevölkerung war mehr als doppelt so hoch wie die der jüdischen Bevölkerung, als Israel gegründet wurde. Mittlerweile ist die Geburtenrate der arabischen Bevölkerung geringer als die der jüdischen Bevölkerung in Israel. Also da sieht man ziemlich deutlich, dass sich das angleicht über die Zeit. Und zum Thema großer Austausch habe ich mal geguckt, seit wann dieser Begriff kursiert. Das erste Mal, dass ich ihn gefunden habe, war halt 1893. Und zwar aus den USA, aus rassistischen White Supremacy-Kreisen. Das findet man auf Wikipedia auch ganz gut. Und seitdem hält sich das. Und das Narrativ ist immer das gleiche. Es geht seit 1893 darum, dass wir den Untergang der weißen Rasse aufhalten müssen durch Veränderung der Geburtenraten, durch was auch immer. Es wird seit damals vom Volkstod gesprochen, jetzt natürlich in den jeweiligen Landessprachen. Das hält sich seitdem und das wird hier einfach nur wiederholt. Das sind die gleichen Narrative und das erkennt man auch, wenn man beispielsweise sich anschaut, was Vertreter dieser Ideologie, die in heutiger Zeit aktiv waren oder sind, von sich geben. Ich habe hier nämlich mal zum Beispiel was rausgesucht von 2009, wo ein Direktor von einer amerikanischen Stiftung, die selber diesem White Supremacy-Kreisen zuzuordnen ist, auf einer entsprechenden Konferenz gesprochen hat, wo es darum ging, Preserving the Western Civilization. Und seine Narrative da waren im Wesentlichen, wir müssen die amerikanisch-jüdisch-christliche Abstammung, das amerikanisch-jüdisch-christliche Erbe und die europäische Identität vor Migranten, Muslimen und Afroamerikanern beschützen. Und das unterscheidet sich fast nicht von dem, was hier erzählt wird in Deutschland mittlerweile in sehr, sehr harten neurechten Kreisen. Das machen nicht alle, das möchte ich auch betonen, aber in sehr, sehr harten Kreisen, also die wirklich sehr, sehr tief und extrem in dieser Ideologie unterwegs sind. Um sowas geht es hier, wenn davon gesprochen wird. Die Quellen dafür, wie gesagt, findet man, wenn man auf Wikipedia einsteigt, bei großer Austausch oder nach John Rushton sucht und von da aus sich dann einfach mal in die Primärquellen reinklickt.
Falls jemand meint, Wikipedia kann man nicht trauen in allem. Ja, ich würde sagen, wir machen dann mal weiter. Ja, das da kannst du Punkt. Noch tiefer mein gehen, aber das bringt irgendwann nichts mehr. Also, wie gesagt, schaut es euch bitte selber an, wenn ihr wissen wollt, was großer Austausch ist, seit wann dieses Narrativ besteht und worüber die Leute da reden. Und dann macht euch selbst ein Bild. Sturmhaube, das war keine Nazi-Keule. Danke an Brian, der Boss und Seppi TV. Also, heute sind meine Zuschauer ja fleißig. Liegt wahrscheinlich daran, dass du da bist. Nee, das ist tatsächlich nicht. Also, ich unterstelle hier keinem Nazi zu sein oder rechtsextrem von denen, die dieses Narrativ verwenden. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, was die Hintergründe sind und seit wann diese Narrative kursieren. Mehr nicht. Und wenn das einem nicht gefällt, dann tut es mir leid. Aber mir gefallen auch nicht Aussagen von anderen. Das muss man halt hinnehmen. In diesem Fall ist es halt ein Fakt. Das ist Multiplikator an die Rente. Das heißt, der Arzt kriegt mal 0, irgendwas, beziehungsweise 1, irgendwas und vielleicht sogar irgendwann 2, irgendwas von der Rente, die er erwirtschaftet hat, daran festgemacht, wie viele Kinder er hat. Dann kriegen wir Kinder aus den Schichten, die wir brauchen. Dann kriegen wir Kinder, die haben auch die Genetik von einem Arzt. Ne? Die haben, und wie gesagt, im Gros ist das eben schon etwas. Die haben die Genetik von einem Arzt, als wäre es genetisch festgeschrieben, ob du Arzt wirst. Also ja, also ich glaube, Schlomo überschätzt die Bedeutung von Genetik hier oder das, was wir über Genetik wissen. Können wir später nochmal drauf einreden. Ich habe so ein paar Beispiele rausgesucht, wo Genetik relativ gut verstanden ist und wo Genetik halt überhaupt noch nicht verstanden ist. Wobei, Moment, Entschuldigung, bei Ärzten ist das noch ein guter Punkt. Ich habe rausgesucht, du kannst relativ offensichtliche, einfache Sachen, wie zum Beispiel die Hautfarbe, die ist relativ leicht genetisch erklärbar. Da sind wenige Allele da. Wenn man jetzt das ganz genau wissen will, muss man nun mal Genetiker fragen. Ich habe das nicht studiert, aber ich habe rausgesucht, dass es etwa 170 Gene sind, die man mit der Hautfarbe identifiziert. Davon sind etwa 30 maßgeblich. Das sind nicht viele. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Intelligenz gehe und ich nehme an, wenn man über Genetik eines Arztes spricht, geht es am Ende um die Intelligenz. Dann hat man mittlerweile schon über 500 Gene identifiziert, die signifikant mit dem IQ korrelieren. Intelligenz selber konnte man bis heute nicht richtig messen. Man nimmt halt den IQ als Proxy, also heißt als Näherung dafür. Und die Gehirnstruktur des Menschen wird nachweislich von ungefähr der Hälfte des gesamten Genoms bestimmt. Deswegen hat sich die Intelligenz auf der Erde auch über Jahrmillionen entwickelt. Das kann man sich angucken, wenn man zum Beispiel die Stammbäume von Affen drunter geht bis zum Homo sapiens, während halt die Hautfarbe sich in ungefähr 2.500 Jahren entwickelt hat, von schwarz zu weiß, als die halt die Afrikaner losgezogen sind über Europa, Asien nach Australien. Und interessanterweise auch das, die Australier, also jetzt wenn ich jetzt auf die Aborigines gucke, die haben ihre Hautfarbe mindestens einmal von schwarz zu weiß zu schwarz wieder gewechselt. Oder was auch genetische Gründe hat, ob jemand überhaupt in der Lage ist, das Medizinstudium zu machen und so weiter und so fort. Ja, insofern brauchen wir auch Kinder von Ärzten beispielsweise. Und das müssen wir ankurbeln, indem die im Besonderen gefördert werden, wenn sie Kinder bekommen. Ja, aber das ist übrigens auch so ein Punkt, unabhängig jeder Ausländerfrage, die moderne Welt einfach nicht geschissen bekommt. Im Mittelalter hat sich das von allein geklärt. Im Mittelalter mussten wir uns da keine Gedanken drüber machen. Da sind Kinder aus ärmeren Schichten einfach häufiger gestorben an Krankheit, also unter Mangelversorgung oder sonst irgendwas. Und die von Reichen haben häufiger überlegt. Da hat die Natur es schön von selbst eingerichtet. Mit der Moderne hat sich das gegeben und wir haben jetzt einen Selektionsdruck in die andere Richtung. Ja, die reicheren Schichten bekommen tendenziell vielleicht eher etwas weniger Kinder als die Ärmeren. Ich würde sagen, deutlich. Ich würde mal gerne Zahlen sehen. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht genau gesehen. Ich weiß es nicht, ob das wirklich stimmt. Ist ja jetzt egal, der Schattenmacher hat es behauptet, also muss das belegen. So ist es. Aber ich möchte mal, also ich meine, wir haben ja eben geguckt, es gibt ja diese Kurve, die zeigt, dass in Industrieländern, wenn du das Sozialsystem ausbaust, wenn du halt die Sozioökonomie verbesserst, die Geburtenraten auch irgendwann wieder steigen. Ja, das ist auf ganze Volkswirtschaften. Ich kann ja mal den Zusammenhang kurz zeigen. Den gibt es sogar auf Wikipedia, wenn man. Nee, passt nicht so ganz, weil es auf ganze Volkswirtschaften bezogen ist. Aber auf ganzen Volkswirtschaften, da gibt es zwischen HDI, also Human Development Index, der berechnet sich aus Lebenserwartung, Bildungsstand und Bruttoinlandsprodukt. Da gibt es tatsächlich eine positive Korrelation bei Industrieländern. Also ihr müsst hier wirklich an den äußersten rechten Rand schauen, bei HDIs von über 0,9.
sorgt ein steigender HDI, das heißt ein höheres BIP, eine höhere Lebenserwartung, ein besseres Bildungssystem, also höhere Lebenserwartung heißt vor allem besser ausgebautes Gesundheitssystem, sorgt für höhere Fertilität. Und besser ausgebaute Bildungssysteme beziehungsweise ein besser ausgebautes Gesundheitssystem, das haben eher egalitärere Staaten wie die skandinavischen Länder und weniger Staaten, die besonders inegalitär sind. Also auch hier wieder ein Argument für eine andere Wirtschaftspolitik an der Stelle. Aber wie gesagt, es passt nicht so ganz zu dem, was der Schattenmacher gesagt hat, weil er sich ja auf die Einkommen innerhalb einer Volkswirtschaft bezogen hat und nicht so sehr auf das Verhältnis zwischen Volkswirtschaften. Weil da gibt es tatsächlich einen interessanten Zusammenhang. Also hier auf der linken Seite, da sehen wir halt einen demografischen Übergang mit steigendem Wohlstand, steigendem Bildungsstand, sinken die Geburtenraten. Aber auf der rechten Seite, da sehen wir das Gegenteil. Also bei Industrieländern, da ist der Trend tatsächlich ein umgekehrter. Das ist sehr, sehr interessant. Also ich denke, vor allem auch die Mittelschicht. Ich glaube, insbesondere die Mittelschicht bekommt quasi überhaupt keine Kinder. Das ist das große Problem. Während die Unterschicht, bestehend zu einem hohen Maß aus Ausländern, wesentlich mehr Kinder bekommt. Und das wird irgendwann kollabieren. Ja, genau. Und damit müsste man sich mal, also diese Diskussion an sich müsste man überhaupt mal aufmachen. Und das ist ja auch, selbst als das hier noch nicht alles komplett verrückt war, vor 50 Jahren oder sowas, in den 70ern, selbst da waren all diese Fakten, lagen im Wesentlichen auf dem Tisch, wo das hier noch eine praktisch rein weiße Gesellschaft war, und wir haben uns ja trotzdem nicht damit beschäftigt. Also nirgendwo so richtig. Ja, das weil ist ja das alles ist zu einer das ist, genau. Denkt an die 12 Jahre, das klingt wie Eugenik. Man darf sich keine Gedanken darüber machen, wie die genetische Aufteilung der nächsten Generation sein wird, denn ansonsten ist man irgendwann wieder dabei, schwarze Gewollte Zucht von Menschen klingt nicht nur nach Eugenik, das ist Eugenik. Das ist also, wenn man es ganz runterbricht, geht es bei Eugenik darum, das Genmaterial der Menschheit zu verbessern. Jetzt ist die Frage, was heißt verbessern und wer bestimmt, was verbessern ist und wer bestimmt, wer sich fortpflanzen darf und wie viel. Und bei einer Sache bin ich mir ziemlich sicher, Leute, die sich auf Forschungsarbeiten beziehen, die allesamt zum Pioneer Fund zusammenlaufen, einer amerikanischen Stiftung, die 37 gegründet wurde, nachdem der Gründer der Stiftung 1935 bei der SS vorgesprochen hat und bei der NSDAP, um sich dort erklären zu lassen, wie die SS Eugenik machen will. Ne? Leute, die sich auf Forschungsarbeiten, die von dieser Stiftung finanziert werden, beziehen, die sind ganz sicherlich nicht charakterlich dazu geeignet, zu bestimmen, was verbesserte Gene sind und was nicht. Und unabhängig davon, hier geht es immer um Intelligenz. Also wenn ich den beiden zuhöre, dann reden sie insbesondere beim Schattenmacher, kommt immer wieder die Karte IQ in Anklammern Intelligenz. Wobei wir wissen, dass IQ-Tests und Intelligenz nur unter ganz bestimmten Bedingungen überhaupt miteinander beziehungsweise IQ-Tests unter ganz bestimmten Bedingungen überhaupt nur intelligente Intelligenzpotenziale einer Menschheit messen kann. Dann habe ich hier ein paar Fakten rausgesucht, bei denen ich doch anmerken möchte, dass es wesentlich einfachere Möglichkeiten gibt, den IQ zu steigern, als jetzt mit irgendwelchen Zuchtprogrammen anzufangen, von denen wir dann vielleicht wie ich eben sagte, die Gehirnstruktur ist sehr, sehr komplex und es hängt von sehr, sehr vielen Genen ab, also die vielleicht irgendwann in 10, 20, 30.000 Jahren fruchten. Und zwar, weltweit ist der IQ in den letzten 100 Jahren um 30 Punkte gestiegen. Das sind 4 bis 5 Generationen. Das kann man mit Genetik nicht erklären. Und ich rede von weltweit im Durchschnitt. Das nennt man Flynn-Effekt. Das ist zurückführbar auf sozioökonomische Verbesserungen. Wir haben die Armut zurückgedrängt, wir haben die Nährstoffversorgung der Menschheit verbessert, wir haben Bildungssysteme weltweit eingeführt. Insbesondere die Asiaten haben ihre Bildungssysteme ganz stark auf Bedürfnisse ausgerichtet. Und genau diese naturwissenschaftlich-technischen Bedürfnisse oder Fähigkeiten, die sie dort vor allem lehren, sind es auch, die sehr stark mit IQ-Tests korrelieren, weil IQ-Tests vor allem Logik, Zahlen, ein bisschen Sprache abfragen. Ein zweites Beispiel. Es gibt eine Studie von Eldar Shafir. Das ist ein Professor in England, der sich insbesondere spezialisiert hat auf Entwicklungshilfe und wie man Entwicklungshilfe effektiver machen kann, als es der IWF heute tut. Und der hat sich mit indischen Zuckerbauern beschäftigt. Und dort hat er festgestellt, also vielleicht zur Situation der indischen Zuckerbauern, die haben den größten Teil ihres Einkommens im Jahr einmal, und zwar dann, wenn sie diese Zuckerrüben ernten und verkaufen. In dem Moment haben sie plötzlich relativ viel Geld zur Verfügung.
Und sonst leben sie den Rest des Jahres in relativer Armut. Und was er gemacht hat, ist, er hat bei diesen Zuckerrübenbauern vor und nach der Ernte IQ-Tests durchgeführt. Und der IQ ist vor der Ernte zu nach der Ernte um 14 Punkte gestiegen. Das ist fast eine Standardabweichung. Wenn man es jetzt sagen will, von 100 nach 114. Einfach nur dadurch, dass sie, das waren dieselben Menschen, das waren nicht die gleichen, sondern wirklich dieselben Menschen. Einfach dadurch, dass sie plötzlich nicht mehr relativ arm waren, sondern relativ reich für einen kurzen Zeitpunkt. Und wenn man diese beiden Beispiele sieht, dann sieht man, dass es wesentlich sinnvoller ist, an den sozioökonomischen Effekten zu arbeiten, bevor man sich mit so etwas wie Zucht beschäftigt. Ja, zumal, wie gesagt, bis heute kein Mensch weiß, wie die Gene auf den Intelligenz genau wirkt. Man weiß ja gar nicht, was man rauszüchten soll und reinzüchten soll. Nochmal zur letzten Studie von Elder Shafir, die du gerade zitiert hast. Das ist ja sehr interessant. Also in dieser Studie sind ja wirklich alle genetischen Variablen komplett ausgeklammert, sondern es geht wirklich nur um eine sozioökonomische Variable, nämlich welches verfügbare Einkommen hat man gerade. So, alles andere ist da ja ausgeklammert. Das heißt, auch die meisten sozioökonomischen Gründe wie Bildungssystem, die da sonst reinspielen könnten, die sind auch ausgeklammert. Das heißt, aus dieser Studie, da ist wirklich eine einzige sozioökonomische Variable drin und die erklärt eine Abweichung von 14 IQ-Punkten, was schon ziemlich heftig ist. Ja, das ist tatsächlich, ja, wie gesagt, eine Standardabweichung, beziehungsweise wenn du von 100 auf 114 springst, würdest du ungefähr 30% der Bevölkerung überspringen im IQ. Das ergibt sich aus der Normalverteilung. Mhm. Weil gerade im Chat geschrieben wird, der Flynn-Effekt stagniert ja in den Industrieländern. Da sehen wir tatsächlich ein leichtes Absinken der IQ-Werte, und zwar seit den 80er Jahren, seit Beginn des Neoliberalismus, was auch ein interessanter Zusammenhang ist. Also als die Ungleichheit begann zu explodieren, da hat der IQ aufgehört zu steigen. Beziehungsweise ist in einigen Industrieländern sogar wieder leicht abgesackt, was ziemlich interessant ist. Ja, ich habe auch tatsächlich aus Kenia noch was mitgebracht, das hatte ich dir als Video geschickt. Da ist der IQ von 84 bis 98 um 26 Punkte gestiegen bei kenianischen Kindern. Und das führt man zurück auf Ernährung, Gesundheitsversorgung und Bildung. Wie gesagt, in 14 Jahren, das ist nicht erklärbar mit Genetik oder sonst was. Oh, was machen die denn da für einen Gruß? Nee, Spaß beiseite. Also das war das, warte mal, ich poste dir gerne den Link nochmal. Ist das ein anderer Link als das, was ich hier offen habe, oder? Bin Kenia kürzeste Zeit, so. Der ist das, ja. Und das wurde dann von einem Robert Wagner, müsst ihr googeln, was das genau ist. Der hatte auch Beispiele gebracht, also ein Forscher ist das auf dem Bereich, der hat auch ein Beispiel für England, Schottland und Irland gebracht, bei dem sich der IQ zwischen den drei Ländern innerhalb kürzester Zeit stark angeglichen hat, was man auch nicht auf Genetik zurückführen kann. Also es heißt ja nicht, dass Genetik nicht die Intelligenz bestimmt, also quasi das maximale Potenzial, was ein Mensch hat. Ich meine, das ist klar, Genetik baut ein Lebewesen auf. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass lange bevor man mit einem IQ-Test dieses maximale Potenzial überhaupt messen kann, muss man all diese riesigen Einflüsse, von denen wir hier sprechen, Bildungssysteme, Nährstoffversorgung, Armut, Sozialsysteme, Gesundheit und so weiter, in den Griff gekriegt haben. Erst wenn du sehr, sehr, sehr vergleichbare Gruppen von Menschen miteinander misst beim IQ-Test, gehen Psychologen davon aus, dass du überhaupt in die Nähe von Intelligenzpotenzialen kommst. Also dass man sagen kann, hier haben wir jetzt wirklich, können wir wirklich messen, diese Gruppe und diese Gruppe haben folgende Intelligenzpotenziale oder diese und diese einzelnen Menschen. Und auch da, du kannst 2-3 Mal den Test machen. Wenn du müde bist, dann sinkt der IQ auch um 10 bis 14 Punkte. Das wird unter anderem in dieser Studie von Elder Shafir als Vergleich herangezogen, wenn man das einordnen möchte, was 14 IQ-Punkte bedeuten. Wenn du betrunken bist, kommst du auch so um eine Standardabweichung tiefer, also 15 Punkte. Ne? Ich selbst habe auch schon 2-3 Tests gemacht unter psychologischen Bedingungen und auch da sind die Unterschiede über 10 Punkte gewesen. Das hängt, ne? Also Tagesform abhängig, Selbstbewusstsein in dem Moment oder auch teilweise, dass du bei diesen Mustererkennungsfragen einfach Glück hattest und innerhalb der 40 Sekunden, die du für so eine Frage zur Verfügung hast, das richtige Muster getroffen hast. Wobei das Effekte sind, also Tagesform und so, die eliminieren sich ja in großen Populationen. Das ist da ja nicht mehr so entscheidend. Das stimmt, also für große Populationen hast du recht, das eliminiert sich da, das ist ja rausgemittelt. Deswegen macht man ja ganz viel, muss ja die Grundgesamtheit, also die Anzahl der Menschen, mit denen man solche Untersuchungen macht, groß genug sein, um überhaupt Aussagen treffen zu können. Ja.
Ja, interessant. Wir haben gerade mal 2 Minuten reagiert und 20 geredet. Also. Ich meine, wer meinen Twitter-Account kennt, weiß, dass ich mich damit die letzten 3 Wochen beschäftigt habe. Wer das wissenschaftlich gerne anders sieht, der soll bitte mit echten Wissenschaftlern darüber diskutieren und kann auch gerne Paper veröffentlichen durch ein wissenschaftliches Peer Review. Alle Paper, die ich gefunden habe zu dem Thema, stammen aus der Umgebung des Pioneer Fund und alle Paper wurden zurückgezogen wegen falscher Daten, wegen falscher Methoden, wegen Ignorieren von alternativen Erklärungsmodellen etc. Diese Retractions gibt es in einer Datenbank, da kann man reinschauen. Zu kastrieren oder umzubringen. Ne? Das ist im Wesentlichen die Logik, ein Boogeyman halt. Vor allem in einem Deutschland, in dem es dann damals keine Schwarzen gab, aber ja klar. Aber trotzdem. Machen wir ganz kurz Stopp noch. Mal ganz ehrlich, wenn mit einer Theorie, Eugenik, in der Vergangenheit Menschen sterilisiert wurden, wenn mit ihnen ekelhafteste Verbrechen gemacht worden sind, und das kann von mir aus Leute jetzt als Framing benennen, das ist mir völlig egal. Wenn so etwas mit einer Theorie gemacht worden ist, wenn man bis in den USA, bis in die späten 70er Menschen kastriert hat, aufgrund von IQ-Tests und ähnlichem, dann ist es verständlich, wenn man bei so etwas vorsichtig ist, wenn jemand darüber spricht. Das heißt ja nicht, dass, ich habe zum Beispiel auch einen Beitrag von Richard Dawkins, das ist ein führender Evolutionsbiologe, ein sehr berühmter, der hat sich auch über Eugenik unterhalten und hat halt gesagt, dass man beispielsweise, wenn man sich diese Nanotechnologien anguckt, mit denen du mittels Nanorobotern teilweise in Gensträngen schon einzelne Gene austauschen kannst im Labor. Ja, wo man dann die Hoffnung hat, dass man beispielsweise irgendwann Erbkrankheiten rauskriegt aus einzelnen Menschen. Wo man genau weiß, welches Gen dafür wie verantwortlich ist. Dann ist das per Definition auch Eugenik. Das kann auch etwas Positives haben. So ist es nicht. Aber man sollte sich ganz genau anschauen, wer da wie drüber spricht. Und wenn jemand immer wieder auf Herkunft, Hautfarbe und Co. zurückfällt und nur aus diesem Dunstkreis zitiert, dann sehe ich da ein Problem, ehrlich gesagt. Ich würde das jetzt machen. Guck dir das IQ-Word-Maß an, schreibt gerade einer im Chat. Sorry, dass wir so häufig unterbrechen jetzt, aber ich glaube, ja, das ist auch noch was, wo du drauf eingehen kannst. Das sind so mal so die wichtigen zusammengefassten Sachen. Wie gesagt, ich habe die ganzen Quellen bei mir schon aufbereitet. Irgendwann wird es auch ein ordentliches Video noch geben. Die IQ-Weltkarte. Ich glaube, darauf kannst du auch nochmal eingehen. Die zitiert der Schattenmacher ja auch immer wieder. Also die IQ-Weltkarte stammt aus einer Quelle. Das ist ein Buch von, oder eine Reihe von Büchern von Richard Lynn. Das heißt IQ and Global Wealth, glaube ich. Oder IQ and Global... IQ and the Wealth of Nations. So, da werden dann für alle Länder IQs aufgeführt. Und wenn man in das Buch reinschaut, dann sieht man, dass die Quellen zum Teil vernünftige Studien sind, bei denen IQs erhoben wurden. Also das gilt insbesondere für die Industrieländer, wo man halt IQ-Tests regelmäßig durchführt. Dann gibt es Länder, bei denen man Proxys herangezogen hat, also irgendwelche anderen Studien und Tests, bei denen man denkt, dass diese korrelieren mit einem IQ, beispielsweise PISA-Studien. Wie gesagt, die PISA-Studien werden ja auch sehr, sehr weitreichend durchgeführt, um Schulsysteme zu vergleichen. Und es ist vielleicht nicht ganz unvernünftig anzunehmen, dass diese womöglich auch korrelieren mit einem IQ oder irgendeiner Intelligenz und kognitiven Leistung. Und dann gibt es wiederum einzelne Länder, für die einfach gar keine Daten vorliegen. Und in dem Fall wurde dann interpoliert zwischen den Nachbarländern, für die noch Daten vorlagen. Und ein Beispiel, was ich hier habe, wo das anscheinend so passiert ist, weil ich habe da in dem Buch selber dann keine Daten für das Land selbst gefunden, ist zum Beispiel Nordkorea. Das liegt zwischen Südkorea und China. Und der IQ von Nordkorea wurde dann, wenn ich das richtig verstanden habe in dem Buch, als gewichtetes Mittel zwischen Südkorea und China genommen. So als Beispiel. Und Nordkorea und Südkorea sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Also da wäre es wahrscheinlich sehr interessant, wie es wirklich ausschaut. In anderen Sachen muss man einfach sagen, dass die Menge dass die Grundgesamtheit so gering war, dass man auch da anzweifeln kann, ob das überhaupt eine valide Aussage ermöglicht. Und nichtsdestotrotz mag sein, dass diese IQ-Werte sogar alle stimmen, aber es korreliert halt viel stärker mit sozioökonomischen Faktoren als mit irgendwelchen Intelligenzpotenzialen. Wie gesagt, du konntest in Kenia innerhalb von 14 Jahren den IQ um 26 Punkten bei Schülern steigen. Jetzt weiß man halt, Schüler bedeutet, das sind auch Kinder, die in die Schule gegangen sind. Es gibt auch viele Länder, wo Kinder noch zum Wasserholen geschickt werden. Und wenn du ein Kind in die Mine schickst oder ins Wasser holen, weil, wie gesagt, wir kennen ja zum Beispiel von E-Auto
Feinden, sag ich mal, oder Ablehnern, sagen ja immer, ja, dann verbrenne ich jetzt kein Öl mehr, dafür schicke ich Kinder in die Lithiummine. Dann stelle ich die Frage, wie soll so ein Kind unter den Bedingungen jemals irgendein Du bist gerade kurz weg. Ich weiß nicht, inwieweit du mich hörst. Das wird am Internet liegen. Ja, das liegt sehr wahrscheinlich am Internet. Was machen wir denn jetzt? Nur eine Quelle. Das ist Rich. Du warst gerade kurz weg. Du warst gerade kurz weg. Was du die letzte halbe Minute gesagt hast, ist nicht zu hören. Oh, okay. Ich weiß nicht genau, wo ich vorher war. Ich sage nochmal grundsätzlich, diese IQ-Daten aus dieser Weltkarte korrelieren viel stärker mit den sozioökonomischen Faktoren als mit irgendwelchen Intelligenzpotenzialen, die, wie gesagt, nur sehr, sehr schwer zu messen sind. Was man unter anderem daran erkennt, dass kenianische Schüler innerhalb von 14 Jahren 26 Punkte höheren IQ bekommen haben. Schüler bedeutet, das waren jetzt schon Kinder, die zur Schule gegangen sind. Das ganze Land ist natürlich nicht so gestiegen. Und wenn ich jetzt überlege, es gibt Länder, in denen Kinder noch arbeiten müssen, in denen Kinder Wasser holen müssen, statt zur Schule zu gehen, in denen bitterste Armut herrscht. Weltweit haben wir, glaube ich, 2,2 Milliarden Menschen, die nicht sicher Wasser, keine sichere Wasserversorgung haben. Das hat alles einen signifikanten Einfluss auf den IQ. Da kann ich für diese Länder nicht sagen, dass der IQ das Intelligenzpotenzial des Menschen, das Maximale, bestimmt. Das ist in den Ländern vielmehr ein Hinweis auf den sozioökonomischen Status. Und das sagen dir alle Sozialwissenschaftler zu dem Thema, außer die wenigen, die mit diesem Pioneer Fund zusammenhängen. Und es tut mir leid, das mag manchen nicht passen. Die Leute sind mir ehrlich gesagt aber egal. Wenn der einzigen Forscher, die mir was davon erzählen, dass Schwarze dümmer als Weiße sind, von einem White Supremacy Fund kommen oder von diesem mittelbar finanziert werden, dann halte ich das für unglaubwürdig. Und das ist ein Fakt, dass das so ist. Und noch habt ihr die politische Macht. Sie können das noch hinauszögern, aber diese Diskussion, die wird nie wieder weggehen. Also die werden wir, solange es die Menschen gibt, die Menschheit gibt, werden wir diese Diskussion führen müssen, weil wir jetzt mittlerweile verstanden haben, wie Vererbung funktioniert. Also der Geist ist aus der Flasche. Du warst gerade schon drauf eingegangen. Ich glaube, du musst das nicht nochmal wiederholen, oder? Nein. Also einmal reicht, ehrlich gesagt. Also jetzt rede ich mir den Mund fusselig. Und der geht da nie wieder rein. Noch in 1000 Jahren werden wir über die Selektionsmechanismen des Menschen reden, wenn es dann noch Menschen gibt. Und was die Fairness von meiner Idee angeht, mit dem Multiplikator und der Rente, muss man sich vor Augen halten. Wenn Schlomo nicht mehr Geld in die Rente buttern will, dazu kommen wir gleich übrigens noch. Ich hatte ja gesagt, um Rente wird es auch gehen. Dann bedeutet das vor allem für die Ärmeren eine noch niedrigere Rente. Also wenn man den Akademikern, also jenen, die sowieso schon eine überdurchschnittliche Rente kriegen, beziehungsweise die sogar Pension bekommen, also Pensionsniveau liegt bei 75%, Rentenniveau liegt bei 48%. Also wenn man denen jetzt mehr Rente gibt, dann bedeutet das, dass man Leuten, die Mindestlohn bekommen haben, noch weniger Rente gibt. Also es bedeutet noch mehr Altersarmut. Also das würde dieses eugenische Programm hier in der Realität für Folgen haben. Wie gesagt, möchte ich nochmal betonen, einfache genetische Traits, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, also so Ausprägungen wie zum Beispiel die Hautfarbe oder aber auch, dass jemand sportlicher ist. Ne? Du hast ja gewisse physiologische Besonderheiten wie Verhältnis von Beinlänge zu Oberkörper und sowas. Solche Sachen sind relativ leicht abbildbar in den Genen. Also es gibt einfach bestimmte Dinge, die kannst du gut züchten. Das hast du zum Beispiel auch bei Tieren. Der Begriff Rasse, den gibt es ja nur bei Zuchttieren. Und dort kannst du bestimmte einzelne Sachen züchten, wie ein Pferd rennt schnell oder ein Hund sieht, weiß nicht, hat eine besonders komische Nase. Das ist relativ leicht machbar. Bei komplexen Sachen hat man bis heute nicht verstanden, wie die Gene da funktionieren. Und dazu zählt auch die Intelligenz. Man findet kleine Korrelation mittlerweile, aber wir sind auch meilenweit davon entfernt, sagen zu können, so ist es. Und deswegen hilft es auch nicht, wenn wir da sagen, wir wollen an dieser Stelle jetzt schon damit anfangen, Menschen irgendwie zu verbessern. Ehrlicherweise, bevor wir so weit sind, dass wir das verstanden haben, werden wir ziemlich sicher bei der KI die technische Singularität erreicht haben und dann übernimmt die für uns die Erforschung davon. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Schattenmacher das weiß, weil er hat letztens einen Vortrag in Wien über KI gehalten. Die man im Arbeitsalter getätigt hat, die zahlen nicht
die eigene Rente oder die von der nächsten Generation. Die eigene Rente wird gezahlt von der Generation an Kindern, die die eigene Generation bekommen hat. Wenn sie zu wenig bekommen hat, dann wird das Geld einfach nicht da sein, egal wie viel du damals eingezahlt hast für deine Elterngeneration. Das heißt, wenn du nur darauf guckst, was die Leute verdient haben und quasi den Anreiz so setzt, einfach nur guck auf deine Karriere, verdien möglichst viel Geld, zahl hohe Beiträge, dann kriegst du viel, dann hast du ein System erschaffen, das kollabieren muss. Das muss irgendwann kollabieren. Ja. Also auch, was die AfD da geschrieben hat mit Renteneintrittsalter auf keinen Fall. Ja, ich wollte gerade sagen, du musst ja auch Zeit haben, um überhaupt Kinder zu kriegen und sie aufzuziehen. Also wenn ich die beiden richtig verstehe, möchten sie ja, dass Kinder von ihren Eltern aufgezogen werden, weil das das Beste sei. Und meiner Meinung nach auch so ist. Aber dann müssen die Leute genügend Einkommen haben, damit sie auch Zeit für ihre Kinder noch übrig haben und nicht wie heute, wo du 1,5 bis 2 Vollzeiteinkommen brauchst, um in dir in einer Großstadt überhaupt noch eine ansatzweise akzeptable Wohnung leisten zu können. Da wären niedrigere Arbeitszeiten und höhere Löhne eigentlich das geeignete Gegenmittel. Ich hatte und, wie gesagt, besser ausgebautes Gesundheitssystem, besser ausgebautes Bildungssystem. Ich hatte, also jetzt können wir die Statistik tatsächlich zeigen. Ja. Ich hatte euch vorhin die J-Kurve schon gezeigt. Ein höherer HDI korreliert bei Industrieländern, wie gesagt, wohlgemerkt bei Industrieländern, mit einer höheren Geburtenrate und wirklich mit einer deutlich höheren Geburtenrate. Wir haben hier bei, bei normalen HDIs für Industrieländer eine Geburtenrate von 1,5 und bei höheren HDIs eine Geburtenrate, die Richtung 2 Kinder pro Frau geht. Also kurz vor Erhalt der Bevölkerungsgröße. Das ist ja eigentlich das, wo man wieder hin will. 1,5 kannst du ja tatsächlich auf Dauer nicht durchhalten. Ja, dann schrumpft das Land halt. Oder es gibt ja einige Ausreißer wie Südkorea, die dann eine Geburtenrate von unter 1 haben, was schon drastische Probleme mit sich bringen wird. Also irgendwann kannst du halt dann auch nicht mehr die älteren Leute selber versorgen mit der Bevölkerungsseite und ersetzt alles durch Roboter. Und auch da sind ja Grenzen gesetzt. Also tatsächlich eine zu niedrige Geburtenrate, selbst wenn du eine Schrumpfung in Kauf nimmst, führt ein Land zwangsweise vor Probleme. Ja. Also man sieht das ja gerade in Ostasien. Da versucht man dann, also in den Ländern mittlerweile, ist man in der politischen Diskussion da so weit, dass man mehr auf Migration setzen will. Und woher kommen die meisten Migranten in ostasiatischen Ländern? Aus anderen ostasiatischen Ländern. Also die werben sich dann gegenseitig die Fachkräfte ab, nur dass sie alle die gleichen demografischen Probleme haben und das am Ende nichts löst. Und eine ähnliche Situation haben wir auch hier in Europa. Also, ja, also niedrige Geburtenrate bringt Probleme mit sich, das kann man, glaube ich, schon sagen. Das sagt ja auch BSW, ne, dass Migration keine Lösung für all die Probleme ist. Das ist höchstens ein Trostpflaster. Wir müssen aber anders an die Probleme rangehen. Fall hochsetzen und sonst irgendwas. Das ist natürlich auch Boomer-Populismus. Es wird nicht anders gehen. Also, die AfD kann ja nicht zaubern. Und den von dir beschriebenen Punkt gerade der demografischen Krise anpassen. Das Renteneintrittsalter so populistisch zu fordern, dass es gesenkt wird, ohne irgendwie zu erklären, wie es finanziert werden soll. Das ist, also das würde ich auch nicht unterstützen. Ja, das ist mehr. Ja, gut, auf die Aussage habe ich gewartet. Das ist Quatsch. Es ist völlig klar, wie das finanziert werden soll. Also bezüglich aufs Rentensystem, bezogen aufs Rentensystem, da haben wir keine demografische Krise. Das Wachstum der Zahl der Rentner wird von 2022 bis 2070 durchschnittlich bei 0,4% pro Jahr liegen. Und 0,4% pro Jahr, das hört sich ja gar nicht nach so viel an. Und das ist es auch nicht. Wenn wir ein Wirtschaftswachstum von mindestens 0,4% haben, jedes Jahr, was extrem niedrig ist für ein Industrieland. Selbst Japan, das ja in Dauerstagnation gefangen ist, hat die letzten Jahrzehnte ein höheres Wirtschaftswachstum realisieren können. Wenn wir so ein niedriges Wirtschaftswachstum erreichen, dann ist die Finanzierung der Rente ein Verteilungsproblem zusätzlichen Einkommens. Das bedeutet, niemand muss ärmer werden, damit wir ein stabiles Rentenniveau finanzieren können. Und wir werden sehr wahrscheinlich bei einer vernünftigen Wirtschaftspolitik, also einer anderen Wirtschaftspolitik, als sie gerade gemacht wird, deutlich höheres Wachstum als 0,4% pro Jahr haben. Also Industrieländer, da könnt ihr mit 1 bis 2% pro Jahr rechnen. Also die Rente, die wird sich problemlos finanzieren lassen. Es ist einfach Quatsch, was der Schattenmacher hier erzählt. In den letzten Jahrzehnten, von 1950 bis 2022, ist die Zahl der Rentner übrigens jedes Jahr um 1,5% gestiegen. Was auch eigentlich kein Problem gewesen wäre. Also kein Grund, die Renten zu senken, denn das Wirtschaftswachstum lag bei 3,1% in jedem Jahr. Also ihr merkt es auch schon, die Zahl der Rentner wächst immer langsamer. Also die Zahl der über 67-Jährigen. Ich habe jetzt immer Rentner gesagt, aber die Zahl der Leute, die 67 und älter sind. Also das Renteneintrittsalter wurde ja sukzessive erhöht, bis es dann 67 betragen wird. Aber wie gesagt, als ich eben Rentner gesagt habe, meinte ich 67-Jährige und Leute, die älter sind. Ein bisschen blöd in so einem Reaktionsvideo. Dann egal, ihr wisst ja jetzt, was ich meine.
Wir haben auch den Fall, dass die Produktivität in der Vergangenheit stärker gewachsen ist als der Anteil der Rentner im Verhältnis zu den Arbeitnehmern. Es ist wirklich nur eine Frage, wie wir die gesamte Produktion der Volkswirtschaft verteilen. Und aktuell ist das Problem, dass Reiche, Gutverdiener, Vermieter, Unternehmer etc. alle nicht in die Sozialsysteme einzahlen. Insbesondere die Rentenversicherung wird ausschließlich getragen von einem Teil der Arbeitnehmer bis zu einem oberen Deckel, glaube ich, von 87.000 Euro Jahreseinkommen. Und das bringt dann tatsächlich die Probleme mit sich. Wenn man diese Verteilungsfrage löst, das heißt, wir brauchen einen anderen Finanzminister als Lindner, dann ist die Rente kein Problem. Ja, beziehungsweise einfach einen Bundeszuschuss erhöht. Also wenn man da keine politischen Reformen hinkriegt, dann kann man einfach einen Bundeszuschuss erhöhen und damit ist das Problem geklärt. Deutschland hat Leistungsbilanzüberschüsse in Höhe von 6-8% jedes Jahr. Wir könnten uns viel, viel höheren Staatskonsum leisten, ohne dass das irgendein Problem wäre. Ganz im Gegenteil. Diese Leistungsbilanzüberschüsse bringen ja sogar das Gleichgewicht in der Eurozone durcheinander. Anderes Thema. Gehe ich jetzt nicht nochmal extra drauf ein, sonst reden wir hier noch länger. Aber ja. Diese Aussage, die Rente sei nicht zu finanzieren, ist was, wo ich mit dem Schattenmacher gerne mal drüber debattieren würde. Aber er reagiert irgendwie leider nicht auf meine Anfragen. Ich habe ihm schon eine Mail geschrieben und ihn auf Discord angeschrieben. Ich würde sagen, Rente und Genetik und Eugenik haben wir damit abgehakt. Ich meine, du hast es ja vorher angesehen und dich auch ein bisschen vorbereitet. Welche Aussagen werden denn jetzt noch interessant? Denn ich glaube, wenn wir auf die gesamte halbe Stunde, auf die wir reagieren wollten, jetzt in der Geschwindigkeit reagieren, dann wird das Video hier, fünf Stunden lang oder so. Also ich habe mir noch einen Punkt zum Thema Armut aufgeschrieben, den ich an dieser Stelle dann bringen würde. Und zwar, ich habe mir mehrere Studien angeguckt für die USA und Deutschland. In den USA ist es so, dass die Kosten, die durch Kinderarmut entstehen, durch geringere Gesundheit der armen Kinder und später natürlich auch im Erwachsenenalter, durch geringere Einkommen, geringere Produktivität, höhere Kriminalität und so weiter und so fort, bei 500 Milliarden Dollar pro Jahr ungefähr liegen. Die Kosten, um diese Kinderarmut in den USA zu beseitigen, liegt bei höchste Schätzung, 150 Milliarden Dollar pro Jahr. Das heißt, wenn man diese Kinderarmut in den USA beseitigen würde, würde plötzlich 350 Milliarden Dollar pro Jahr frei werden. Und für Deutschland, das kam glaube ich Januar raus oder Februar, das wurde dann auf Tagesschau veröffentlicht, da ging es ja um dieses Thema Kindergrundsicherung. Da haben sie dann untersucht, wie viel Milliarden Euro pro Jahr bräuchten wir, um mit der Kindergrundsicherung wirklich die Kinderarmut zu beseitigen. Und da standen Zahlen im Raum von 20 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn man jetzt natürlich nicht den Beamtenapparat aufbläht und da dann das Geld wieder versenkt, sondern wirklich damit den Kindern hilft. Und gleichzeitig wurde hier geschätzt, dass die Schäden durch Kinderarmut, eben durch geringere Gesundheit, höhere Kriminalität, ihr wisst es, was ich sagen will, bei 100 Milliarden Euro pro Jahr liegen. Das heißt, mit einer Beseitigung von Kinderarmut können wir mal eben 80 Milliarden Euro pro Jahr freimachen, die beispielsweise der Rente zugutekommen könnten. Ja, aber Lindner hat ja gesagt, warum dafür kein Geld da ist. Erstens, er will sich an die Schuldenbremse halten. Ist ja wichtig, so eine Regel, die man jederzeit aussetzen könnte, an die muss man sich auf jeden Fall halten. Und zweitens, wenn man Kinderarmut beseitigen würde, dann hätten die Eltern der Kinder ja plötzlich keinen Anreiz mehr zu arbeiten. Also Lindner sagt völlig offen, worum es geht. Es geht darum, das deutsche Modell des Lohndumpings, also des Niederkonkurrierens der anderen Euro-Staaten, aufrechtzuerhalten, auf Kosten der volkswirtschaftlichen Schäden, die du hier gerade beziffert hast. Ja, wie gesagt, das Modell ist gescheitert. Die anderen Länder fahren mittlerweile auch das Modell. Weltweit bekommen wir ja immer mehr Probleme mit, dass es den Amerikanern zu Recht nicht mehr gefällt, was wir hier machen mit Lohndumping und Handelsbilanzüberschuss. Wenn wir so weitermachen, werden wir irgendwann vor Zöllen landen. Die gibt es ja schon. Einfuhr aus Deutschland und Europa. Das wird sich verstärken. Und ja, also so ein Handelskrieg schadet immer allen beteiligten Ländern. Wir sollten diese Politik dringend beenden und darauf achten, dass wir einen Binnenmarkt haben, der passt auch zu dem Exportmarkt, den wir machen. Also du kannst es vielleicht Fachbegriffe besser ausdrücken. Also jedenfalls, dass wir keinen Leistungsbinnenmarkt mehr haben. Ja, du hast recht, wir müssen die Binnenwirtschaft stärken und mit dem Handelskrieg, was du angesprochen hast, Donald Trump war kurz davor, einen großen Handelskrieg gegen die EU zu starten. Er hat es dann nur dann nicht gemacht, weil ihm es aus geostrategischen Gründen sinnvoller erschien, sich mit China anzulegen. Also wir profitieren jetzt in Anführungszeichen, das kann natürlich noch ganz anders eskalieren, aber wir profitieren gewissermaßen davon, dass in den USA gerade die Überzeugung herrscht, dass man China irgendwie in die Knie zwingen müsse.
Wenn man einfach nur nach volkswirtschaftlichen Kennzahlen und den Interessen der amerikanischen Industrie und der amerikanischen Arbeitnehmer gegangen wäre, dann hätte man eher Zölle gegen die EU verhängen müssen, beziehungsweise gegen den gesamten europäischen Binnenmarkt. Da gehören ja noch die Schweiz und Norwegen zu. Und gerade die Schweiz betreibt auch eine extreme Strategie des Lohndumpings und der Währungsmanipulation. Also das ist ja auch nochmal so ein ganz irres Geschäftsmodell. Aber ja, brauchen wir jetzt gar nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Das ist tatsächlich sehr interessant. Also uns hätte es schon viel schlimmer getroffen, wenn die US-Regierung sich anders entschieden hätte. Hatten wir schon das Thema Vollbeschäftigung, keynesianische Wirtschaftspolitik Also es geht den beiden, sagen wir mal so, ich habe mir noch irgendwie die Stelle 1.26 aufgeschrieben, aber das können wir auch jetzt abhandeln. Weil Na warte, dann machen wir das. Dann springen wir da. Also dann, wir wollen ja auch ein bisschen reagieren. 1.27.00, ne? Es gibt zwischendurch auch noch ein paar Stellen, wo es darum geht, dass Linke per se Familien trennen wollen, ne, um die Kinder zu indoktrinieren. Dazu möchte ich ganz kurz den Hinweis geben, Martin Sellner hatte letztens einen Vortrag, der unter anderem auch Thema war bei Proletopia, den du dir, glaube ich, auch schon angeguckt hattest, wo er darüber spricht, dass man mit Social Media die 14- bis 19-Jährigen erreicht. Also das ist kein links, das ist kein rein linkes Thema, dass man versucht, die Kinder zu erreichen. Ja, das machen alle Ideologien. Also das ist ja Praxis in der Politik. So ist es. Also das wollte ich einmal noch einspringen. Ja, und es werden halt ständig überall irgendwelche geisteskranken Woken-Projekte, ich zitiere es, in Kitas und so weiter gesehen. Ich selbst habe mich beispielsweise mit Kitas beschäftigt eine Zeit lang im Jahr 2022, 2023, unter anderem auch, weil ich halt bei der Honigwabe zugeschaut habe und mir diese Themen angehört habe. Und ja, es gibt in Deutschland vereinzelt Projekte wie beispielsweise diese Körpererkundungsräume. Und jedes Mal, wenn so ein Projekt versucht wurde umzusetzen, heißt, dass man Räume schafft, in denen Kinder nackt voreinander sich bewegen unter Aufsicht von Erziehern, gab es Shitstorms von Eltern und da wurden teils auch personelle Konsequenzen gezogen und umgesetzt wurde das meines Wissens nicht. Das sind aber vereinzelte Fälle. Natürlich, ja, aber deswegen ist es ja gut, dass man sich da aufregt. Also das ist ja schon nichts, was an Kindergärten stattfinden sollte. Das hat da nichts zu suchen. Was mir nur aufgefallen ist, es wird so getan, als wäre das ein Problem in allen Kitas überall. Völliger Quatsch, ich habe nicht mal 10 Zeitungsberichte dazu gefunden. Und da zähle ich jetzt auch schon diese Vorlesung von Drag Queens dazu, von denen ich ehrlicherweise auch nicht besonders viel halte vor Kitas. Was ich allerdings gesehen habe, ist, wenn Eltern sich dann darüber aufgeregt haben, dass so etwas geplant ist, dass dann Politiker von den bekannten beiden, drei Parteien gekommen sind, links-grün in Anführungsstrichen, die dann gesagt haben, die Eltern sollen sich nicht so aufregen. Aber wir wissen ja beispielsweise auch von dem Kentler-Experiment, dass selbst etwas, was vermeintlich als pädagogisch wertvoll erachtet wird, ganz gewaltig ideologisch durchsetzt sein kann von gefährlichen Ideologien. Also es ist gut, dass wir uns bei Kitas sehr konservativ halten. Aber die Situation, die beiden hier aufmachen, ist übertrieben dargestellt. Euro wert sind auf dem Markt, ganz gesagt, nüchtern betrachtet. 25, schwer. Mal gucken, da geht es nochmal so ein bisschen um, wie viel ist ein Mensch wert, also in Form von Stundenlohn. Und da wollte ich dann vielleicht nochmal auf ein bisschen auf keynesianische Wirtschaftspolitik mit dir darüber kurz sprechen. Ach, Grenzproduktivitätstheorie, ist die aber 1,25 oder ist die, müssen wir da noch ein bisschen weiter zurück? Es geht ungefähr bei 1,25 los, ja. Und geht dann bis 1,26, also employable, 1,26,30. Weil kein Mensch sich es wirklich leisten kann, sich die anzustellen. Du kannst natürlich sagen, damit, also einfach dadurch, dass du einen Standard legst, lässt du die Vermögensungleichverteilung, machst du die ein bisschen geringer. Ich bezweifle aber, dass das der ideale Weg ist. Ich glaube einfach eher, dass man also mit einem Konjunkturprogramm im Sinne von, man bringt mir Leute per se in Arbeit, egal wie die jetzt bezahlt werden, diese Ergebnisse besser hätte. Aber ja, gut. Naja, es ist ja kein Widerspruch. Also steigende Löhne und Vollbeschäftigung, da sind wir jetzt beim Thema, die gab es ja in der Frühphase der Bundesrepublik und auch in so gut wie allen anderen westlichen Industriestaaten von den 50ern bis in die 70er Jahre. Da sind die Löhne entsprechend den Produktivitätssteigerungen gestiegen und die Wirtschaft ist wesentlich stärker gewachsen als heute. Also es gibt so eine schöne... Was? Genau darauf wollte ich hinaus, was du da gerade erzählst. Es gibt so eine schöne Gegenüberstellung der Wachstumsraten in den verschiedenen Perioden, also von aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, in der Zeit Erster Weltkrieg bis Zweiter Weltkrieg, dann Nachkriegszeit und dann Zeitalter des Neoliberalismus. Und mit Abstand am höchsten waren die Wachstumsraten in Westeuropa, sie lagen nämlich bei über 4%, in den 50ern bis 70er Jahren, um genau zu sein,
von 1950 bis 1973, also bis zur ersten Ölkrise, wo die Zentralbanken dann die Zinsen hochgeschraubt und damit die Hochkonjunktur zerschlagen haben. Aber in dieser Zeit als keynesianische Wirtschafts- und Geldpolitik ist da auch nochmal ganz wichtig, vorherrschend waren. Als, wie gesagt, die Löhne entsprechend angehoben wurden, als die Steuersysteme sehr, sehr progressiv waren, Spitzensteuersätze von 90% waren die Normalität und nicht die Ausnahmen in den Industrieländern. In dieser Zeit war das Wachstum mit Abstand am höchsten. Das heißt, Lohnsteigerungen und Vollbeschäftigung, Hochkonjunktur, die schließen sich nicht aus. Der Schattenmacher konstruiert hier einen Gegensatz, wo keiner ist. Ich glaube, das war auch der gleiche, den er konstruiert hat. Aber ich bin nicht ganz sicher, bei der Reaktion auf Wolfgang M. Schmidt. Jedenfalls habe ich dieses schon öfter gehört mit, ja, dann erhöhen wir die Stundenlöhne um 50, 100 Euro und dann kann sich das gar keiner mehr leisten. Davon redet aber hier auch keiner. Das ist ein Strohmann. Ja, und was heißt nicht mehr leisten? Also bei freier Preisfindung würde dann einfach das Preisniveau explodieren. Dann hättest du erstmal Inflation. Ja. Also du hättest dann gar nicht mal steigende Arbeitslosigkeit, sondern du hättest einfach steigende Inflation. Das siehst du ja in Schwellenländern, wo die Löhne sich verzehnfachen, verhundertfachen. Da hast du dann entsprechend Hyperinflation. Also da hast du nicht plötzlich einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, sondern du hast erstmal Hyperinflation bei so starken Lohnsteigerungen. Dann, wenn das dann, also durch die Hyperinflation, die Zinsen von Zentralbanken angehoben werden, die Regierungen darauf reagieren, wenn Preisbildung immer schwerer planbar wird, dann bricht das Wachstum ein. Aber zuerst hast du eine hohe Inflation erstmal, wenn du Löhne stärker steigerst, als es die Produktivität hergibt. Danke an SEPI-TV, dass du ein weiteres Abonnement verschenkt hast. Ja, und die würden einfach sagen, es gibt keine Leute, die keine 12 Euro wert sind. Es gibt nur unterdrückte, arme, kleine Opfer und denen muss geholfen werden. Nein, diese Moralisierung. Also schon wieder diese Unterstellung, eine Moralisierung, die wir nie betrieben haben. Es gibt in der Wirtschaft einfach eine gesamtwirtschaftliche Produktivität und entweder ein Job wird gebraucht, dann wird er auch entsprechend bezahlt, um dann am Ende den Output zu produzieren, oder ein Job wird nicht gebraucht. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn er gestrichen wird. Beziehungsweise Job kann durch eine Maschine ersetzt werden und das bedeutet ja eine Steigerung der Produktivität. Also wenn jetzt durch steigende Mindestlöhne, was tatsächlich passieren kann, mehr Maschinen eingesetzt werden, wenn Firmen sich mehr Roboter anschaffen, dann ist das ja also für die Lohnempfänger natürlich schlecht. Da muss man gucken, wie groß ist dieser Effekt. Da muss man für Vollbeschäftigung sorgen, damit sie schnellstmöglich wieder eine neue Anstellung finden. Aber gesamtwirtschaftlich gesehen ist es ja gut, wenn die Produktivität steigt. Dann kann man sich in der gesamten Volkswirtschaft nämlich einen höheren Konsum leisten. Das ist ein guter Punkt. Tatsächlich gehen mittlerweile auch eher wirtschaftsfreundliche und arbeitgeberfreundliche Institute davon aus, dass diese Lohndumping-Politik, die wir hier seit längerer Zeit betreiben, dafür sorgt, dass die Produktivität hier einfach nicht mehr wächst. Und das fällt mittlerweile sogar den Arbeitgebern auf, dass sie damit langsam ins Hintertreffen geraten gegenüber anderen Ländern. Das betrifft dann vor allem die nicht internationalen Konzerne, die halt nicht mal eben von einer Fabrik auf die nächsten umschiften können. Das heißt, selbst da gibt es mittlerweile schon die Forderung, dass wir bei der Lohnpolitik umschalten müssen, damit auch die der Zwang, die Produktivität zu steigern in Unternehmen wieder größer wird. Ja, die Produktivität, die steigt, also das ist der eine Effekt. Erstmal steigende Löhne verändern das Verhältnis von der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital, der relativen Preise. Und können deswegen dazu führen, dass mehr Maschinen eingesetzt werden, vor allem im Niedriglohnsektor. Also Mindestlohn bedeutet ja besonders starke Erhöhung der niedrigen Löhne. Und zum anderen sorgt es für mehr Nachfrage. Und ihr könnt ja mal selber überlegen, in welcher Wirtschaft werden eher neue Technologien eingeführt? Also wann investieren Firmen eher in neue Fabriken? Dann, wenn die Wirtschaft auf Vollbeschäftigung läuft, wenn die Nachfrage stetig steigt und die Firmen quasi ständig ihre Produktion steigern müssen. Oder in einer Wirtschaft, wo der Konsum relativ konstant bleibt, wo die Masseneinkommen so gut wie überhaupt nicht steigen, so wie das in Deutschland von Anfang der 90er bis Anfang der 2010er, also über 20 Jahre hinweg der Fall war. Also die realen Masseneinkommen in Deutschland, die sind über 20 Jahre überhaupt nicht gestiegen und das ist eine direkte Folge der deutschen Lohndumpingpolitik. Und das ist die Ursünde, wenn man so will, dieser Gedanke von der gesamten linken Denkschule. Ne? Daher resultiert jeder weitere Fehler. Das ist Quatsch. Falsch. Ich meine, Schlomo hat doch mit dir schon gesprochen. Der weiß doch, wie linke Wirtschaftspolitik funktioniert. Also zumindest wie die linke Wirtschaftspolitik, die du ihm erklärt hast, funktioniert. Ja, wie sie jahrzehntelang funktioniert hat. Und ja, wenn du mit Walkies redest, die haben diese extreme Moralisierung drin. Ich meine, denen kannst du das tatsächlich unterstellen. Wir haben ja alle die Erfahrung gemacht mit denen schon, dass da manche Diskussionen sehr schwierig werden, ja.
Also gerade wenn es um die Gleichmacherei geht, da drehen manche von denen völlig am Rad. Und das will auch keiner, zumindest bei denen, die vernünftig sind und vernünftig diskutieren, ist mir das nicht untergekommen, dass einer sagt, alle müssen das gleiche Einkommen haben, alle das gleiche Vermögen und sowieso alle Menschen sind exakt gleich. Na, das sagen die meisten noch nicht, aber Nathan hat ja vor einiger Zeit so einen Vortrag gehalten, wo er quasi das Woke-Weltbild erklärt hat und erklärt hat, warum sie die Guten sind und alle anderen eben nicht die Guten, sondern irgendwie davon abweichen. Beziehungsweise wir sind beispielsweise konservativ bis rechtsextrem und haben tatsächlich, ja, den kennst du auch. Aber ich habe so gelacht bei eurer Reaction. Da hat er wirklich für eine totale Moralisierung der Politik plädiert und dafür plädiert, die Gesellschaft wirklich in Täter- und Opfergruppen einzuteilen. Und das ist ein Politikverständnis, das führt sehr schnell in Extremismus und das führt dahin, was Schlomo gerade beschrieben hat. Also da hat er schon bezogen auf solche Leute einen Punkt. Aber das ist ja nicht linke Wirtschaftspolitik, wie sie, wie gesagt, in der Mitte des letzten Jahrhunderts sehr, sehr erfolgreich angewendet wurde. Und übrigens sowohl von sozialdemokratischen als auch von konservativen Regierungen. Das war damals einfach Konsens. Und ab den 70er, 80er Jahren hat sich der Konsens dann geändert. Und ab den 90er, 2000er Jahren hat dann auch jede sozialdemokratische Regierung de facto eine neoliberale Politik gemacht. Das haben wir in Deutschland besonders extrem mit Gerhard Schröder und der Agenda 2010 gesehen. Mhm. Unterschiede zwischen Menschen. Es gibt Unterschiede im Potenzial von Menschen. Und zwar festgeschriebene. Es gibt Leute, die werden in ihrem, und Leute, die jetzt noch nicht als geistig behindert durch, das ist ja auch im linken Weltbild irgendwie eine lustige Sache, dass sie ja trotzdem anerkennen, dass wenn dein IQ, keine Ahnung, bei 75 liegt, dann bist du halt behindert. Ne? Und ja, dann ist das halt so, dann musst du in eine Behindertenwerkstatt und so weiter und halt irgendwie umsorgt werden. Ja, sicherlich ist auch so. Das Ding ist halt nur, das geht doch in Graustufen so weiter. Auch der IQ 90er ist IQ 90er wegen seiner Genetik. Auch der IQ 95er ist IQ 95er wegen seiner Genetik. Auf jeden Fall maßgeblich. Nein. Das funktioniert nur so, wenn du einen IQ hast, der gering genug ist, kannst du zwar jemanden. Soll ich weiterlaufen lassen oder willst du jetzt schon drauf eingehen? An dieser Stelle haben wir, glaube ich, das. Also ich weiß nicht, was die immer mit. Die springen ja zwischen Intelligenz und IQ. Vielleicht sollten sie sich erstmal mit Psychologen beschäftigen, die das Thema wirklich durchdrungen haben, damit die denen erklären, was ein IQ wirklich misst und was nicht. Das hatten wir jetzt ja auch schon 2-3 Mal, was die Probleme von IQ-Tests sind. Meine Frage an dieser Stelle ist eher, wir haben nach der IQ-Verteilung in Deutschland 3% per Definition, wegen der Normalverteilung, 3% an Menschen, die ein IQ kleiner gleich 70 haben. Welches Einkommen dürfen diese Menschen haben? Das wüsste ich ganz gerne mal. Weil die können auch Arbeiten übernehmen. Das sind eher dann einfachere Arbeiten, ne? Aber sie können trotzdem weiterhin Arbeiten übernehmen. Kann auch sein, dass in einer vollautomatisierten Welt dann plötzlich keine Arbeit mehr für die da sind. Das kann aber für viel mehr Menschen auch gelten. Ne? Normale, sag ich mal, PC-Tätigkeiten können auch relativ leicht durch KI irgendwann ersetzt werden, wenn die gut genug wird. Also wir reden hier dann nicht nur über, in Anführungsstrichen, geistig Behinderte, die dann irgendwann keine Tätigkeiten mehr übernehmen können. Weil diese Fragen müsste man sich mal stellen. Weil sie reden ja auch davon, dass sie ein Sozialsystem für die Menschen haben wollen, das ist ja dieser, das, sag ich mal, das zumindest kommt das öfter durch, wirklich, dass das Sozialsystem für die Menschen da sind, die es nicht anders können. Nehmen Sie dann diese Menschen mit oder nicht? Und wie nehmen Sie die mit? Und welches Einkommen dürfen diese Menschen haben? Das wären alles interessante Fragen. Die könnte man die beiden mal fragen, wenn sie zu einem Talk bereit wären. Ich gehe ja nicht davon aus, dass sie auf die Reaktion hier reagieren werden. Also auf die letzte Reaktion von mir, da habe ich auch nichts drauf gesehen. Erstmal da. Wurde in diesem Video, Entschuldigung, ich wollte nicht dazwischen quatschen. Ja, ich wollte mich nur bei Marlons Meinung bedanken, dass er uns geradet hat. Ach, moin. Also, Schattenmacher hatte in diesem Video auch an einer Stelle gefragt, ich glaube, das ging dann Richtung Tim Jacken, dass man mal eine Antwort geben muss, wie viel Prozent Vermögensungleichheit akzeptiert wird. Also, darf das reichste Prozent beispielsweise 5%, 10%, 20% des Gesamtvermögens haben? Definitiv. Ja, und er hat auch eine konkrete Antwort darauf gegeben. Und genauso wäre doch auch mal eine konkrete Antwort von einer Einkommensverteilung gegeben und was man mit den Menschen macht, die nicht können und die auch bei steigender KI. Also all diese komplizierten Fragen, die sich eine Gesellschaft stellen muss in den nächsten Jahren, welche Antworten darauf gegeben werden, das wäre ja auch mal interessant. Oder kommt dann durch, dass man die Leute doch nicht mitnehmen will? Ich weiß es wirklich nicht. Also von linker Seite die Antworten kenne ich. Du versuchst Vollbeschäftigung, solange es möglich ist. Und wenn die Produktivität immer weiter steigt, dann kannst du ja auch die Arbeitszeiten für alle beispielsweise senken, dann haben die Menschen mehr Freizeit und können kreativ tätig werden. Abseits des IQs gibt es ja auch noch kreative Intelligenz etc., die könnte man dann ausleben.
Wer weiß das schon? Und ich weiß auch ehrlicherweise, also gerade beim Thema KI ist ja auch die Frage, ob eine KI wirklich in allen Punkten jemals intelligenter werden kann als ein Mensch. Man geht davon aus, ja, aber auch da ist sich die wissenschaftliche Gemeinde nicht 100% einig. Man wird, also das ist ein Punkt, gerade das KI-Thema ist etwas, da die besten Forscher, die sich damit beschäftigen, sind da noch in tiefen Diskussionen drin. Die wissen, es gibt dann ja welche, die sagen, wir werden Skynet erschaffen und dann war es das mit uns. Und da gibt es welche, die sagen, ja, wieso sollte eine KI die Menschheit auslöschen können? Wollen, die wird uns in neue Sphären der Glückseligkeit bringen. Also dazwischen gibt es so ziemlich alles an Szenarien. Ja, und ich halte das für völlig, also ohne jetzt zu tief in dem Thema drin zu sein, aber ich halte das für völlig überzogen. Die großen Arbeitsplatzverluste durch die Digitalisierung, die werden uns seit Jahrzehnten angekündigt und seit Jahrzehnten sinken die Produktivitätswachstumsraten. Wie gesagt, das hat auch was mit dem Neoliberalismus zu tun, gerade hier in Westeuropa, auch mit falscher Lohnpolitik, falscher Fiskalpolitik. Das sind alles Dinge, die da reinspielen. Also Europa schneidet da international ja noch besonders schlecht ab. Aber wir sehen schlicht und ergreifend nicht, dass die Digitalisierung diese riesigen Produktivitätsschübe bringen würde. Und wenn sie die bringen sollte, wäre das ja sehr, sehr gut. Du hast gerade schon gesagt, wir können die Arbeitszeit verkürzen oder wir können unseren Konsum steigern. Also ja. Also ein Punkt, den vielleicht noch für mich zum Abschluss, weil sonst wird bei diesem Video das zu lang. In Europa neigen wir ja auch dazu, dass wir immer dann, wenn Arbeitskräfte frei werden oder wir neue Möglichkeiten haben durch neue Software und so weiter, die Regulatorik hochzufahren, sodass halt teilweise in manchen Bereichen, gerade in der Finanzbranche, irgendwas zwischen einem Drittel bis die Hälfte der Arbeitsplätze nur noch damit beschäftigt sind, Regulatorik auszuüben, was halt unproduktive Arbeit ist. Ab einem gewissen Maß. Ganz ohne Regulatorik kommst du halt auch nicht durch, weil dann die Firmen völlig frei drehen. Ja, beziehungsweise viele Finanzgeschäfte waren ja früher einfach verboten, die du heute machen darfst. Beziehungsweise Finanzwelt war ja komplett anders organisiert. Das ist ja auch, hat sich ja auch stark verändert. Also ein Beispiel, was mir einfällt, ist beispielsweise, es gibt ja internationale Rechnungslegung. Was wir haben, ist in Deutschland haben wir das Handelsgesetzbuch, das ist relativ einfach. Und dann hat man sich überlegt in den letzten 20 Jahren, dass wir international auch so eine Rechnungslegung vereinheitlichen wollen. Und die wurde halt entworfen vor allem von Wirtschaftsprüfern, die davon profitieren, wenn die möglichst kompliziert ist, weil die Wirtschaftsprüfer diese Abschlüsse natürlich kontrollieren. Jetzt kannst du dir überlegen, wie kompliziert gemacht die worden sind. Und am Ende kommen dann 100-seitige Pamphlete raus. Gerade wenn man sagt, ja, schau dir für Aktieninvestments an, was die Unternehmen für Jahresabschlüsse rausgeben, dann guckst du dir 100-seitige PDFs an, da liest doch kein Mensch mehr was raus. Ein Umbringer, aber bist nicht mehr strafmündig. Aber das hat jetzt keine. Also, das heißt nicht, dass du nicht trotzdem 12 Euro verdienen solltest. Ja, IQ wird gewürfelt, außer du bist behindert. Also, ab irgendeiner Schwelle ist es so hart, bist du so hart benachteiligt. Wir sind da schon drauf eingegangen. Also, wie gesagt, das Reaktionsvideo, das ist jetzt sogar eine schlanke Stunde lang. Das geht ja voll. Das Video, das haben wir hauptsächlich gemacht, um auf diese Eugenik-Sache einzugehen. Wie gesagt, Wirtschaftspolitik haben wir jetzt auch noch ein bisschen besprochen. Ich hatte das nämlich eine Minute gesehen und okay, auch wieder diese bescheuerten IQ-Thesen, da kann ich ja nur holzschnittartig drauf eingehen, aber das Wirtschaftspolitische, das hätte ich gerne kommentiert, dann habe ich dich angeschrieben und ja, jetzt war es andersrum. Jetzt sind wir auf diesen, ja, auf diese eugenischen Thesen mal etwas genauer eingegangen. Ja. Ich würde sagen, damit können wir die Folge für heute abschließen, oder? Von mir aus gerne, ja.